Hallöchen und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen Folge Prison Architect Island Bound hier. Wir sind dabei, hier neue Zellen einzurichten. Wir haben ja schon letzte Folge hier den Grundstein gelegt. Ich habe das einfach bauen lassen, so dass wir jetzt hier die Zellen reinpacken können. Da machen wir das mal so. Nee, so. Ja, so können wir das machen, weil da muss noch Mauer drumherum, ne? Machen wir so und hier rum, dass wir ganz viel Strom haben für die hier. Machen da dann wieder Fundament, Schrägstrich, Mauer drumherum. Das ist das Erste, was wir hier brauchen. Wasser geht, glaube ich, so noch von drüben. Aber das hier hätte ich gerne zu. Böden, Türen, Personaltür. Apropos Personaltür, jetzt endlich nach 5 Folgen habe ich es denn dann auch mal gecheckt, ja. Die Tür hier muss natürlich weg. So, die muss, Tür öffnen. Nein, hier, werf weg. Da muss eine normale rein, damit auch die ganzen Verletzten hier rein können, ne? So, mach weg. Normale Tür rein. Bitteschön. Dann sollte das auch wieder klappen. Und dann könnten wir hier in dem Block eigentlich auch direkt mal irgendwo nebenan auch noch eine kleine Krankenstation bauen, dass die hier sich dann auch behandeln lassen können. Und hier oben könnte noch eine Dusche rein. Das könnten wir machen. Das machen wir jetzt als Erstes. Pass auf. Wir legen jetzt erstmal Strom hier, dass wir was sehen. Weil noch ist ja alles dunkel, ne? Das wollen wir nicht. So, immer schön hier zwischendurch. So und so. Und so. Das sollte reichen. In die andere Richtung auch. Das geht ja noch ein bisschen weiter hier. Holy shit. Wie haben wir da gebaut? Sind wir irre? Sind wir irre? Sind wir irre? So, wir müssen mal gucken, wie lange das Ganze hier noch geht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Auch wenn ich sagen muss, als Fazit, es sind viele nette Ideen, aber diese Inseln hier, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich hätte dann doch lieber wieder einfach nur eine flache Ebene, wo alles grün ist, wo wir in Ruhe unsere Quadrate bauen und möglichst viele Leute auf möglichst wenig Platz quetschen können, damit es dann schön Chaos gibt, ja? Das ist einfach das, was ich an diesem Spiel liebe und was es meiner Meinung nach auch ausmacht. So, hier ist das Wasser, das könnten wir hier oben rüber, so, kriegen wir das hier drüber, kriegen wir, lol, als hätte ich's gesehen, als hätte ich's geahnt. Einmal so durch, bitte, muss das auch gemacht werden und dann schauen wir mal, wie es aussieht, wenn die hier alle Rohre verlegt haben. Das ging ja schneller als gedacht, wie man sieht, alles fertig gebaut, das heißt, wir könnten jetzt mal, wie machen wir das, die Krankenstation machen wir zum Schluss. Wir ziehen jetzt erstmal hier eine Wand rein, sagen wir mal so. Ne, da ist wieder. Machen wir mal so. Bitteschön. So machen wir das. Sehr gut. Wenn die gezogen ist, können wir mal gucken, wie wir hier die Schnelles bauen, wie wir die Zellen, einfachen Zellen hier dran kriegen. So, gucken wir mal, wie viele wir hier hinkriegen. Ohne wieder das ganze Licht auszumachen. Das wird wahrscheinlich sowieso wieder alles ausgehen. Aber das macht nichts. Boah, das würde sogar genau passen. Aber dann lassen wir die 3 da frei. So, machen hier 2. Natürlich wieder genau alles auf den Lampen, sodass keiner Licht hat. Jeden Tag das gleiche Theater, du. So, und so. Dann können wir nämlich hier noch hingehen. Wände, Türen. Hallo? Im Bereich, nein. Wände abreißen. Die und die kann auch weg. So. Böden verlegen wir dann hier, gepolsterten Boden oder Schnee. Nee, wir nehmen einfach weiße Fliesen. Fertig. So, und dann kommt hier eine gigantomanische Dusche für alle Leute hier hin. Weil die haben ja nur eine Toilette, ne? Anders geht das nicht. Was? Ein Ausbruch? Müssen wir gleich gucken. So, wenn wir das haben, können wir direkt Räume. Dusche. Haben wir eigentlich irgendeinen Raum noch gar nicht gebaut? Lass mal gerade gucken. Außer gepolsterte Verwahrungszellen, die sind uns relativ egal. Eine Leichenhalle, wir haben noch keine Leichenhalle gebaut, okay. Das ist aber nicht sehr gut. Müssen wir dringend noch machen. Dusche kommt dann hier hin. Bitteschön. So, Objekte hätte ich gerne. Duschköpfe, Abfluss würde ich gerne hier hin machen. 1, 2, 3. Duschköpfe. Wir machen jetzt einfach mal alles voll Duschköpfe. So, es wäre schöner, wenn man mit gedrückter linker Maustaste einfach so einen Rahmen ziehen könnte, wo die überall Duschköpfe hinmachen. Das wäre Bombe. Okay, sind wir nämlich schon verrutscht.
In welche Richtung die jetzt ausgerichtet sind, ist mir vollkommen egal. Die können duschen, ob sie wollen oder nicht, ja. Das bleibt ihnen überlassen. So wird das gemacht. Das heißt, da kann das gebaut werden, während die das Zeug da anschleppen. Tun wir schon mal hier wieder weitermachen. Und schauen mal, was habe ich denn da reingemacht? Warum sind die kleiner? Ich will keine Verwahrungszelle. Mach das weg. Mach die Zelle weg hier. Los. Nein! Warum hat er jetzt die weggemacht, aber die hier da gelassen? Muss ich das verstehen? Warum sagt denn keiner was? Gut, da wird gleich neu gemacht. Holy shit. Dusselige Verwahrungszelle. Mann. Jeden Tag das gleiche Theater. Ede macht immer irgendeinen Murks. Zwei hatten wir, ne? Ja, zwei. Genau, das heißt dann 1, 2, hierhin. So. Darum müssen wir uns gleich kümmern. Wie gesagt, mal schauen, wie viele Zellen das hier gibt. Jo. Muss ich mal auf den Klo. Dann müssen wir nämlich unsere, was heißt müssen wir? Dann können wir nämlich unseren Zuschuss noch hinkriegen für die 500 Leute. Ah, schon wieder schief. Och Mann, Ede. Lass den Scheiß. So. Also bei den gleichen Typen geht's, aber nicht bei... Guck mal, jetzt geht's hier auf einmal auch wieder nicht mehr. Weißt du? Muss ich das verstehen? Ich raste gleich aus. Warum baut Ede immer so Murks da rein? So, Löcher behoben hier, die können wieder ordentlich eingebaut werden. Hier oben fehlt auch eine, sehe ich gerade. Warum? Machen wir das mal so. Bitteschön. Die können neu gebaut werden. Wir können jetzt hier weitermachen. Wir sind bei 350 und warte mal gerade. Ich glaube, wir müssen 500. Genau. Okay, dann kriegen wir das noch hin hier. Einfache Zellen wieder, einfach Platz sparen. Und so gehen die Leute dann auch wenigstens in den Fitnessraum und zum Laden und sonst was und haben nicht alles selber bei sich, ne? Das wäre ja auch ein bisschen bescheuert, weil wir sind ja hier im Gefängnis und nicht im Luxushotel, wo man alles in seiner eigenen Zelle hat. So. Habe ich den schon wieder falsch gesetzt? Na klar, was auch sonst. Guck mal, die macht da weg, aber die hier nicht, ne? Ich will die hier weg haben. Warum kriegt er die hier nicht weg? Ist mir jetzt egal. Lass stehen. Sag mal! Verstehe. Ich muss auf die Türe drücken. Okay, da, guck. So. Wer die jetzt so rumgemacht? Tatsache. Ich hab die alle verkehrt herumgebaut. Nein! 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 Warum sind die alle verkehrt herumgebaut? Guck mal, die sind richtig rum. Ich hab die doch nicht rumgedreht. So und so. Hä? Warum? Warum, Leute? Warum? Muss ich das verstehen? Okay, mach mal so. Sag mal, was macht der Ede da? Das weiß kein Mensch. Hier, alle weg. Alle weg. So, die Katastrophenfolge ist komplett hier. Ja, also ich weiß nicht warum, aber das hier will nicht mehr weggehen. Da müssen wir einfach nachgucken. Wir müssen jetzt erstmal hier Wasser verteilen und ich bin jetzt ganz fies, während der Nacht machen wir. Aufstehen, Razzia. Bitteschön. Auf dass wir hier wieder diese fiese, verrückte Leute kriegen. So und so. Das lassen wir einfach mal in Ruhe. Das müsste eigentlich dann wieder gehen. Demnächst. Hier raus. Das können wir auch hier rausgucken lassen. Den können wir da rausgucken lassen. Dann können wir das große Rohr nämlich von hier nach oben verlegen. Einmal so. Und hier machen wir das auch lang, weil hier müssen wir eh lang. Ne? So und so. Oder auch nicht. Zwischendurch fängt das hier immer mal so an zu laggen. Das hatte ich bisher nur hier auf der Map. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es am vielen Wasser. Ich habe keine Ahnung. Aber müssen wir mal schauen. So. Alles voll hier. Alles voll. Wunderbärchen. Da rein. Oh Gott, guck dir das mal an, wie viele Tunnel das sind. Wir müssen gleich alle verfüllen. Alle. Auf jeden Fall. Erst zu. Da sind sie am Bauen. Ich hoffe, die haben gleich Wasser. Noch wird ja fleißig hier razziniert. Wie viele Wachen haben wir überhaupt? Viel zu wenige mittlerweile. Ich will nicht in den Einsatz. Ich will einfach hier Personal. Wachen 99. Okay. Wir machen so viel Plutz. Wir machen das jetzt mal auf 150, würde ich sagen. So. 50 neue Wachen. Sehr gut. Vorarbeiter haben wir. Rechtsanwälte haben wir. Alles andere haben wir auch. Holy shit. Guck mal, was die alles finden. Kommen die bitte an den Wecker?
Häftling? Nein, hier unten so. Betonwand. Goldene Taschenuhr. Wie kommen die da dran? Wie kommen die an eine goldene Taschenuhr? Das würde ich gerne mal wissen. So, hier unten geht es wenigstens weiter. Die sind alle am Arbeiten. Ein Ausbruch heute. Wäre echt geflüchtet hier. Puh. Na dann. Tschüss. Was steht? Wieso steht hier eine Kiste mit Büchern? Eine Kiste mit Büchern steht in der Dusche. Nicht geil. Was macht die da? Frag mich nicht. Frag mich nicht. Die sind am Suchen und am Brutzeln. So, was fehlt jetzt noch? Hier und da eins. Tausend. Jetzt, warum werden das weniger? Hä? Komm, ist fertig. Die drei Verstecke sind egal. Oder kann ich die jetzt nicht abbrechen? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Doch, jetzt. So. Wunderbar. Einschließen, Tunnelsuche. Wachen rufen. Freier Schusswaffengebrauch. Okay, Appell. Rufen Sie alle Ihre Häftlinge dazu auf, sich vor Ihren Zellen aufzustellen, nur während der Schlafzeiten und nachts verfügbar. Das ist ja fies. Warum denn das? Der Psychotrakt, dem geht's gut. Da ist wieder irgendwas los hier unten. Da will. Die hauen echt ab, übers Wasser. Warum hauen die denn übers Wasser ab? Na, viel Spaß beim Schwimmen, würde ich sagen. Ob wir so viel, das probieren wir jetzt mal aus. Okay. Ja, mach mal. Nur Wasser. Das machen wir jetzt. Wir können ja selber Inseln da reinmachen, wie wir wissen. Wir gucken mal. Nur Wasser. Okay. Nur Wasser. Geld spielt ja keine Rolle. Wir haben ja mehr als genug. So. Ja. Okay. So. Hallo? Wird's bald? Nur Wasser. Hier oben auch nur Wasser. Okay, nur Wasser. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange die schwimmen. Es wäre so geil, wenn wir hier jetzt Haie im Wasser hätten oder so. Das wäre so lustig. So, weg, weg. Ach, schön. So, hier unten irgendwas. Ja, da fliegt der Hubschrauber. Okay. Also, nur Wasser. Alles Wasser drumherum. Viel Spaß. So, machen wir wieder schnell hier, dass es weitergeht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die brauchen zum Schwimmen. Hier liegen überall Klamotten. Der steht hier rum. Im Wasser. Und da liegt noch einer. Fünf Tage ohne Vorfall. Ja, wie auch, wenn er da rumliegt und nichts machen kann. Interessant, interessant. So. Wie sieht's jetzt hier aus? Jetzt hat hier echt niemand, aber wirklich niemand Licht. Was haben die alle für Probleme? Sleep, 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 sleep. Aber müssen die alle in eine Gummizelle hier? Kann das sein? Wir testen das jetzt mal aus, weil die sind ja fertig. Den Käse da, den ich gebaut habe. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Das machen wir demnächst weg. Verbesserte Zelle, Fluss, Insel. Nein, ich will einfach nur... wo sind sie denn hier jetzt? Gepolstert, klein. Einfach so normal. Genau, mit Toilette und allem. Nehmen wir hier mal gepolsterte Zellen. Noch ein paar. Für unsere Verrückten. Die auch hier rein müssen. So. 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 Wunderbar, alles so hier rein. Gucken wir mal, wie weit die kommen. Guck mal, warum hat er das jetzt schon wieder daneben gebaut? Also ich meine manchmal immer, wenn das hier so laggt, dann pupp, springt der eins daneben und dann hast du direkt diesen Fehler da drin. Das ist echt zum Mäusemelken. Ich lasse das jetzt einfach so. Kannst mich mal. Machen wir eine Einzelzelle rein. So. Guck hier, wieder. Ach ja, ist das schön. Ist das schön. Dann machen wir es hier halt so, mir doch egal. Hier unten ist eh Ende, so langsam, aber das kriegen wir noch genau rein. Das passt. Ich frage mich echt, wie ich das immer hinkriege, weißt du? Es ist genau drauf und er macht es wieder daneben. Echt schlimm. So, jetzt fangen wir hier einfach in der Ecke an, machen das so hier rein. Weil gepolsterte Zellen brauchst du so oder so wieder mehr, damit die Kollegen hier alle da rein können. Ich weiß ja nicht, ob die... Warum baut er das denn bitte dahin? Guck mal, hier kann ich auch wieder mit Rechtsklick nicht wegmachen. Die kann ich wegmachen, aber die hier, nö, geht nicht. Das ist... Mann, Mann, Mann. Was ist denn heute los hier? Was ist denn heute los? So. Sehr schön, dann mach das mal so. Sollte passen. Gucken, ob wir an die 500 kommen und was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist weg. Es ist weg, aber ist nicht so schlimm. So, nee, genau. Wir wollen noch demnächst mal gucken. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Gefängnissimulationen, wo wir ein Gefängnis bauen könnten? Das wäre mal interessant. Das wäre echt interessant.
Und dann müssten wir mal wieder einen Escape-Mode spielen nach langer, langer Zeit. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Einfach Quatsch und Unfug, während wir versuchen auszubrechen. Ich weiß jetzt nicht, was die hier alle haben. Hat der irgendwie normale Sicherheit, Aktionen eingeschlossen, Eskorte zur Krankenstation, Charakter, Erfahrung, letzte Aktivität einschließen. Warum? Kürzliches Fehlverhalten? Keins. Wertung, Charakter, Biografie. Ich würde gerne hier irgendwo Zellenblock durchsuchen, Häftling durchsuchen. Höchste Sicherheitsstufe, Schutzhaft. Mhm. Aktion. Eskorte zur Krankenstation. Bitte schön, mal gucken, was die da machen. Ich weiß nicht, warum die alle einschließen wollen. Brauchen wir vielleicht noch ein paar Gummizellen hier hinten, so Einzelhaftzellen? Die haben wir ja hier. Das sind alles ganz normale, da ist nur einer drin. Haben wir überhaupt welche für die Gepolsterten? Nee, ne? Sieht mir nicht so aus. Können wir das hier draußen machen? Hm. Nee, doch, die hatten wir doch hier draußen, ne? An der Wand. Die sind bestimmt dauerhaft voll, ne? Ja, die stehen halt hier drin, ne? Da passiert auch nichts mit. Also da machen die Leute auch nichts. Ich weiß auch nicht warum. Verurteilt zu 154 Jahren für mehrere Strafen. Darunter Mord und Angriff auf einen Polizisten. Bitte was? Er ist 41. 154 Jahre Gefängnis. 13 können wir abziehen. Sind wir bei 141. Okay, wer wurde da umgebracht? 141 plus 41 sind 182. Und der muss ganz schön alt werden. Okay, der Duschkopf wurde ermordet. Sehr gut. So läuft das hier also. Ja, hier, macht mal sauber. Bitteschön. Wir brauchen mehr Reinmachfrauen oder Männer. Vollkommen egal. Bitteschön. Ihr geht sauber machen, ihr baut und wir schauen, dass wir 500 Leute kriegen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glock aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.